Ein Pegida-Aufkleber und schon ist er weg. Und die letzten Reste kratzt Irmela Mensa-Schramm mit dem Ceranfeld-Küchenschaber weg. Sie selbst nennt sich Politputze. Denn wo immer sie auch langkommt, entfernt sie rechtsextreme und rassistische Aufkleber. Ich kann gar nicht weggucken, das ist es ja. Ich gehöre nicht zu den notorischen Wegguckern. Und wenn ich das sehe, kann ich nicht daran vorbeigehen. Ich kann es nicht. Küchenschaber, Nagellackentferner und Spraydosen sind ihr Werkzeug. Und das hat die Berlinerin immer bei sich. Seit über 30 Jahren mustert sie wie hier in München jedes Straßenschild, jeden Laternenpfahl, egal wo sie hinkommt. Und wenn sie etwas entdeckt, was ihr gegen den Strich geht, dann schreitet sie zur Tat. Irgendjemand müsse das ja machen, sagt sie. Und vermisst bei Politikern, aber auch bei Bürgern ähnliches Engagement. Hätten wir von Anfang an konsequent gehandelt und wirklich hingeguckt und nicht weggeguckt. Ich bin ganz sicher, die NSU hätte so lange auch nicht morden können. Da bin ich überzeugt. Und gerade seit der Aufdeckung des NSU-Skandals bin ich, sage ich zu mir ganz ehrlich, schon fast verbissener dabei, diesen Nazi-Kram zu beseitigen. Wenn sie den, wie sie sagt, Nazi-Kram nicht wegkratzen kann, dann sprüht sie einfach drüber. Von jeder Aktion macht sie vorher ein Foto. Und diese Fotos sind jetzt im NS-Dokumentationszentrum in München zu sehen. Allein in den letzten 10 Jahren sind an die 75.000 Fotos zusammengekommen. Das heißt, im Schnitt beseitigt Irmela Mensa-Schramm rund 20 Aufkleber am Tag. Und zu diesen Ordnern jetzt, ich habe inzwischen 88 Ordner voll. Ja, die stehen im Schlafzimmer und sorgen für schlaflose Nächte. In der Sonderausstellung Angezettelt geht es um aktuelle und um historische Beispiele von antisemitischen und rassistischen Aufklebern. Das älteste Exponat ist von 1893 und steht exemplarisch dafür, wie sehr solche Hassbotschaften den Nährboden für Gewalt gegen Minderheiten bereiten. Genau das will Irmela Mensa-Schramm seit 30 Jahren verhindern. Ihre Sammlung ist die größte in Deutschland. Für ihr Engagement hat die Aktivistin bereits etliche Preise erhalten. Und trotzdem hat sie immer wieder Ärger mit der Polizei, wird angeklagt wegen Sachbeschädigung, hat Prozesse am Hals. Also zwei am Laufen und einige eingestellt und wird angedroht. Viele Anzeigen hatte ich, aber es geht mir hinten vorbei. Über ihren aktuellen Rechtsstreit mit der Stadt Berlin wegen eines übersprühten Graffitis haben Medien weltweit berichtet. Das ermutigt sie und aufgeben kommt für die Politputze sowieso nicht in Frage. Ihre erstaunliche Arbeit ist noch bis Anfang Juni im NS-Dokumentationszentrum zu sehen.